Herzlich willkommen zu einer einmaligen Filmdokumentation über Plettenberg in den 1930er Jahren. Hallo Leute, alles was hier gezeigt wird, hat mein Papi gefilmt. Seit 1843 repräsentiert das Stadtwappen Märkisches Schild zwischen zwei Türmen in dieser Ausführung unsere Stadt. Sehr viele Wege führen nach Plettenberg. Ludwig Müller zeigt uns von Attendorn kommend die Reise in unsere Stadt. Hier vorbei an der Lichtringhauser Kirche mit Pfarrhaus. Am Neuen Hof, den Gasthof Springob. In der Nuttmücke. So waren sie damals, die gut ausgebauten Hauptstraßen im Sauerland. Hier entlang dem Österbach. Die Kleinbahn auf dem Weg nach Kükelheim. Ja, und so wurde man früher in Plettenberg willkommen geheißen. Und nun von einigen umliegenden Berghöhen Blicke auf das alte Plettenberger Stadtzentrum. Hier schön zu sehen, auf dem Hirtenbühl stand das alte Heldendenkmal noch. In der Bildmitte gut zu erkennen, Firma Schade. Im Herzen unserer Stadt die Kirchstraße, die Christuskirche, und der Kirchplatz. Dieser herrliche Blick ist vom Lindengraben aus. Im Kobbenrott. Der Lindengraben. Die Firma Winkemann. Das war sie, die Offenbornstraße. Mittendrin in Plettenberg, am Stadtgraben, in beide Richtungen gefilmt. Rechts am Haus ein Verkehrszeichen. Der Schützenhof und im Anschluss Kleinlandemärt. Imposante Häuser zierten unsere Innenstadt. Hier die Villa Engelhardt in der Grüne Straße. Das Haus Delwig mit der Gaststätte Hape und dem Zeuggeschäft Bodewin. Das Postamt am Maiplatz, rechts daneben die Dunkelsche Mühle. Zwischen dem Postamt und dem Lohmannhaus die Eisenbahnbrücke überm Österbach. Die Schulen am Maiplatz. Einfahrt in die Wilhelmstraße. Die alte St. Laurentiuskirche. Die Graf-Dietrich-Straße. Und die untere Wilhelmstraße. Die Bahnhofstraße mit dem Rathaus und nebenan Hotel zur Krone. Ein Blick runter nach Eiringhausen
und über die Weide. Der Bahnübergang in Arringhausen beim Haus Ostermann. Das Lennetal, Arringhausen, Bördinghausen, bis weit runter nach Ohle können wir schauen. In Ohle gab es die Knochenmühle, besser gesagt das Ohler Eisenwerk. Stahl wurde als Rohmaterial angeliefert und gewalzte Bleche verließen das Werk. Hier nun ein paar sehr interessante Aufnahmen aus der Produktion.
Die Feinbleche aus dem Ohleisenwerk auf dem Weg in die europäische Automobilindustrie. Etwas dunkel geraten der Blick auf den Silberg. Und auf Firma Graecker. Die Kleinbahn, stadteinwärts auf der Ländebrücke. Der Kleinbahnverkehrsknotenpunkt in unserer Innenstadt. Haltepunkt Grüne Straße, mit Weiterfahrt nach Aringhausen. Die Bimmel, über die Schwarze Brücke auf dem Weg nach Herscheid. Garantierter Halt, Bahnhof Oberstadt. Unter der Schwarzen Brücke im Hintergrund die Tankstelle und Gasthaus von Erna Reinecke. Ein Sonderzug zum Bahnhof Oberstadt. Viele Leute waren gekommen, um nach dem Regenschauer dieses Panorama zu genießen. Villa Fastenrath. Ein langer Blick über das romantische Elsetal. Im Vordergrund gut zu erkennen die Bahntrasse nach Herscheid. Hier der Bauer vom Stahl bei der Heuernte. Rechts am Düppenhaus vorbei gelangte man zum Gasthof zum Freibad und zum neu gebauten Freibad im Grünetal. Seit 1934 konnten die Plettenberger an heißen Sommertagen hier die erhoffte Abkühlung finden. Die absolute Bademode für einen Sommer der 30er Jahre. Ob es damals auch schon Waffelbruch am Kiosk zu kaufen gab? Auch die Herren der Schöpfung im Freibad damals stets gut gekleidet. Was für ein Freizeitvergnügen in unserer Stadt, das Freibad im Grünetal. Wer damals schon motorisiert war, machte hin und wieder einen Abstecher zur Östertalsperre. Nach einem Rundgang um die Talsperre kehrte man im Gasthaus ein, um frischen Kaffee und ein Stück Kuchen zu genießen. Auch von der Sehnsuchtsbirke aus wurde früher viel gewandert. Man wanderte zum Bärenberg oder zum Schwarzenberg, hier das Forsthaus Schwarzenberg. Von hier aus hat so mancher Wanderer die Burgruine besichtigt und den Blick übers Lennetal vom Engelbertstuhl genossen.
Die Schützenhalle auf den Wieden. Schon immer der Veranstaltungsort unserer Stadt. Was waren das damals für Ereignisse? Der große Rummel beim PSG-Schützenfest. An diesem Tisch saßen die damaligen PSG-Ehrenmitglieder um Kreisken Koch, Prost Willi. Die Halle wurde nicht nur von den Schützenvereinen genutzt. Auch die Flieger stellten gerne ihre Flugobjekte zur Schau. Auf dem Wieden versammelte sich des Öfteren die Plettenberger Bevölkerung, so wie hier zu einer Helden-Gedenkfeier. Der alljährlich stattfindende Ferkelmarkt brachte Alt und Jung auf dem Wieden zusammen. Schwein gehabt, sagt der Bauer, der sein letztes Ferkel verkauft hat. Die Plettenberger Feuerwehr auf dem Wieden bei einer kleinen Übung. Mit der Spritze kann man auch nicht mal Willi Koch die Pfeife auspusten. Das glaubt ihr, aber ich hab einen Deckel drauf. Man war sich schnell einig, neue Löschgeräte mussten her. Und damit das Warten nicht so langweilig wurde, in Windeseile wurde für technisch hochwertigen Ersatz gesorgt. Plettenberg sollte schöner werden. Der erste Umbau vom Maiplatz. Als Handarbeit noch bezahlbar war. Kaum Maschinen im Einsatz. Endlich war er fertig, der neue Pausenhof für die Schulen am Maiplatz. An den jungen Burschen fällt auf, es gab noch keinen amerikanischen Fastfood. Sie waren alle rank und schlank. Hier nun ein Blick in die Kaiserstraße. Die Böhler Kirche.
So sah sie aus in den 30er Jahren, die Lohmühle. Gustav Schulte beobachtet in aller Ruhe sein Wasserrad. Lohgerberei. Unter Einsatz von Gerbstoffen, dem Loh, Eichenrinde junger Bäume, werden Tierhäute zu Leder verarbeitet. Im nassen Zustand und bei 62 Grad beginnt die Haut zu schrumpfen, zu verleimen. Das so stabilisierte Material wird zu Leder. Bei Schrumpfungstemperaturen von 100 Grad spricht man von hochgarem Leder, besser gesagt hochwertigem Leder. Hier ist Gustav Schulte beim Entfleischen. Die Unterhaut wird mechanisch entfernt. Übrig bleibt die Lederhaut. Leder ist eines der ersten von Menschen hergestellten Materialien. Die Ziegelei Loos am Grafweg. Hier konnten die Plettenberger noch Steine kaufen, um ihr Haus zu bauen. Und so wie hier beim Hammerwerk Schulte, verdiente man das nötige Kleingeld zum Leben in unserer Stadt. Bremsklotzschuhe für die Deutsche Reichsbahn wurde auch damals schon in großer Stückzahl gefertigt. Die fertigen Schmiedeteile wurden damals noch per Hand auf Reichsbahnwagen verladen. Eine Gasexplosion in der Königstraße. Kaum war der Explosionsknall verhallt, stand Ludwig Müller mit seiner Kamera am Ort des Geschehens. Von einem Wohnhaus war nicht mehr viel übrig geblieben. Die Feuerwehr und Sanitäter waren schnell am Unglücksort, um mit der Suche nach Überlebenden zu beginnen. Vier Bewohner des Hauses konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Stundenlanger Einsatz der Rettungskräfte, bis alle Flammen gelöscht und alle Menschen geborgen waren. Im Hintergrund gut zu erkennen, die Villa Grüber. Bis weit in die Nachbarschaft waren Teile des Hauses geflogen. Am Tag danach, es sah aus wie nach einem Bombenangriff. Zahlreiche Schaulustige ließen auch nicht lange auf sich warten. Unter sehr großer Anteilnahme der Bevölkerung wurden die Opfer beigesetzt. Die Zeit der Manöver. Das Militär auf dem Weg durch Städte und Dörfer, auch durch unser Plettenberg. Von einigen Dächern unserer Stadt wurde die Luftabwehr geübt.
Feind in Sicht und drauf. Ludwig Müller hatte für vieles ein waches Auge mit seiner Filmkamera. Hier klärt sich gerade die Frage: Schatz, was essen wir heute Mittag? Eine Motorsportveranstaltung auf der Elsewiese. Als auch die Plettenberger Kirchengemeinden noch Geld im Überfluss hatten. Die bestehende katholische Kirche wurde teilweise abgerissen, um als St. Laurentiuskirche im neuen Glanz zu erstrahlen. Die Ösertalsperre wurde 1904 bis 1906 zum Zweck der Stromerzeugung und für die Brauchwasserversorgung vieler im Tal angesiedelter Fabriken gebaut. Nach jeder großen Schneeschmelze war die Talsperre immer gut gefüllt. Eine der zahlreichen Schmieden im Östertal. Rockaus Söhne, Bergwiesenthal. Jetzt ein paar Aufnahmen aus der Schraubstockfertigung. Seit 1927 wurden die Parallelschraubstöcke System Heuer ganz im Gesenk geschmiedet. Ein echter Brockhaus Heuer in verschiedenen Größen.
Während die Mannen schweißtreibend in den Schmieden die Groschen verdienten, machte Mutter zu Hause das Essen fertig. Kann denn heute noch jemand so eine Scheibe Brot abschneiden? Hier wird eine Milchsuppe vorbereitet mit Broteinlage. Guten Appetit! Eine weitere gute Hausmannskost: Scheibenkartoffeln mit Speck und Zwiebeln. Der fette Speck wird klein geschnitten und in der Bratpfanne ausgelassen. Die Kartoffeln werden klein geschnitten und zu dem Speck in die Bratpfanne gegeben. Den Deckel drauf, einige Zeit ziehen lassen. Mahlzeit. Außer der Schwerindustrie gab es in Plettenberg auch zahlreiche landwirtschaftliche Betriebe. Nun einige Ernteaufnahmen. Das Korn musste eingebracht werden. So wie hier wurde das geschnittene Korn zu Garben zusammengebunden und zum Trocknen aufgestellt. Das Korn war trocken. Fleißige Hände luden es auf den Leiterwagen. Schmeckt es dir? Der Bindebaum wurde aufgelegt, vorne und hinten am Wagen festgebunden, damit die kostbare Fracht sicher auf dem Hof angelangt. Und diese kleine Elsbeth ist mit ihrer Welt noch zufrieden. Damit genügend Winterfutter fürs Vieh im Stall vorhanden war, musste so mancher Wagen Heu eingefahren werden. Der Bauernhof auf dem Stahl. Zur ganz harten Feldarbeit gehört schon immer das Kartoffellesen. Einen ganzen Tag lang in dieser gebückten Haltung. Hocherfreut war der Kartoffelbauer über jede volle Karre. Nur wer jemals selbst im Leben Kartoffel gelesen hat, weiß,
die Gutes tut, auf dem Acker zu sitzen, von der Bäuerin Kaffee und Stullen zu bekommen, eine Pause zu haben. In diesem Jahr war es eine sehr gute Kartoffelernte. Und hieraus kamen die Strunkkartoffeln. Lecker! Von den Erdäpfeln zu denen, die am Baum wachsen. Und weiter geht die Ernte. Wenn der Vater mit dem Sohne auf einem Bauernhof keinen Tag ohne körperlich anstrengende Arbeit. Und damit es auch beim nächsten Mal wieder eine gute Ernte gab, wurden die Äcker gedüngt. Aus der Bauernfamilie gingen alle mit aufs Feld. Nicht alle Bauern konnten sich ein Pferd leisten. Ein Besuch auf Zuchtschauen gehörte damals schon zum Pflichtprogramm eines jeden Bauern. Neu entwickelte Gerätschaften für den Ackerbau konnten hier bestaunt gekauft werden. Regelmäßig weideten Schäfer mit ihren Herden auf den Flächen unserer Bauern. Der Weg von einer schönen grünen Wiese zur anderen immer durch unser Stadtzentrum. Unser Plettenberg im Winter, damals, als es noch richtig Schnee gab. I will mit der Kau noch ein Bull. Schneebruchkatastrophe in unserer Stadt und den umliegenden Wäldern. Viele Waldbauern hatten in diesem Winter sehr große Flurschäden zu beklagen. Wohin nur mit dem ganzen Bruchholz? Die Feuerwehr und einige freiwillige Helfer im Einsatz, um die ersten großen Schäden zu beseitigen. Sehr viel Zeit hatte man damals, um die Winterfreuden zu genießen. Traumhaft schön, der verschneite Springbrunnen am Hestenberg. War das nicht herrlich, so eine Wanderung durch den Tiefschnee unserer Wälder?
zu viel Schnee in unserer Innenstadt. Wo es möglich war, wurde er auf Kleinbahnwagen verladen, um ihn von der Ländebrücke im Fluss zu entsorgen. Und diese drei Herren wahrscheinlich irgendwie auf dem Weg ins Ebbe, um Schneeschuh zu laufen. Die Östertalsperre, schon mächtig gefüllt vor der großen Schneeschmelze. Die Talsperre und alle Flüsse in unserer Stadt konnten der Wassermasse nicht Herr werden. Hochwasser in unserer Innenstadt. Noch floss der Österbach einigermaßen ruhig in die Ilse. Hier ein Blick auf die Else hinter Firma Mileus. Das Else-Flussbett wurde immer breiter und höher. Der reißende Österbach hat so manchen Keller geflutet. Fassungslos stand so mancher Eigentümer vor oder in den Fluten. Was kann man da gegen tun? Will ich so vorübergehen oder so viel stehen bleiben? Wie hoch mag bei Mileus im Betrieb das Wasser gestanden haben? Die Plettenberger Feuerwehr beim Auspumpen der ersten Kellerräume nach dem großen Hochwasser. Schnee und Hochwasser waren überstanden. Die Holzbauern brachten mit großem Kraftaufwand und Pferdefuhrwerk das Bruchholz zum Sägewerk Peter Kaiser. Nun einige Aufnahmen von der Fliegergruppe Plettenberg um Ernst Fastenrath. Der Schulgleiter, ganzer Stolz der damaligen Fliegergruppe, lagerte bei Fastenrath im Keller. Und musste zu jedem Einsatz erst einmal zusammengebaut werden. Unter den fachkundigen Augen des Flugzeugpioniers Ernst E. Fastenrath wurde der Schulgleiter zusammengebaut. Das komplette Fluggerät wurde dann den Berg hinauf zur heutigen Sundhelle gebracht, um von dort oben zu starten. Die ersten Flugversuche dauerten oft nur einige Sekunden
und endeten sanft mit einer Bruchlandung. Im Hintergrund ist Plettmech Oberstadt gut zu erkennen. Glück im Unglück. Der Flieger wurde meist nur leicht beschädigt. Ein bisschen Spaß muss sein. Mit dem Motorflug begann die Fliegergruppe auf dem neuen Vereinsgelände auf dem Hubble. Zum einjährigen Vereinsjubiläum 1933 landete die erst 18 Jahre alte Ilse Fastenrath mit einer Klemm KL25 auf dem Hubble. Zum Erfahrungsaustausch besuchten die Plettmecher Flieger Flugschauen anderer Vereine. Mal sehen, was es Neues gab. Eine Luftfahrtausstellung in der Schützenhalle, organisiert von der Plettmecher Fliegergruppe. Im Vereinslokal der Flieger, dem Hotel zur Krone beim Wirt Rüsing, wurde so manch wilde Fete gefeiert. Ernst Fastenrath kaufte seiner Tochter Ilse zum 19. Geburtstag dieses Flugzeug. Eine 5R vom Fieseler Flugzeugbau mit 90 PS und 220 Stundenkilometer schnell. Zum Preis von 14.000 Reichsmark. Der Flieger für atemberaubenden Kunstflug. Ilse vom Sauerland. Und Vater Ernst Ewald. Ilse, lange Zeit einziges weibliches Vereinsmitglied, war eine außerordentliche Kunstfliegerin, die bei den Olympischen Spielen 1936 den dritten Platz belegte. Ein paar Aufnahmen vom 100-jährigen Jubiläumsschützenfest der PSG 1936 dürfen natürlich nicht fehlen. Abmarsch der Schützenbrüder zum Vogelschießen am Kohlbuschberg. Diesen kunstvoll gestalteten Vogel galt es, Stück für Stück von der Stange zu holen. Dr. Kurt Eckler als Bürgermeister von Plettenberg eröffnet das Vogelschießen. Der zweite Schütze ist der König von 1935, Piepken Thomé. Mit
klarem Auge und ruhiger Hand versuchten alle Schützen ihr Glück. Piepken Tomé hatte immer alle Hände voll zu tun. Mit dem 740. Schuss sicherte sich Hans Hiebi die Königswürde im Jubiläumsjahr. Die vielen Hektoliter Bier, die am Schießstand vertrunken worden sind, brachten die Schützen auf dem Heimweg so richtig in Schwung. Zum Jubiläumsumzug ließen sich König Hans an der Seite von seiner Königin Hildrud Prinz in festlich geschmückten Wagen durch unser Plettenberg kutschieren. Eine Feuerwehrübung am Maiplatz. Unter den wachsamen Augen der Plettenberger Bevölkerung stellen die Wehrleute ihr Können zur Schau. Ein brennendes Kommissbrot. Die Feuerwehr im Übungsstress hatte keine Zeit, sich um das brennende Fahrzeug zu kümmern. Schon mal helfen so ein, zwei Eimer Wasser. Auch die Sanitätskolonie der Feuerwehr präsentiert, wozu sie im Ernstfall in der Lage ist. Hier sehen wir den ersten Krankenwagen unserer Stadt. So eine tolle Rutschbahn an die Schüler nicht jeden Tag. Das Löschwasser für die Innenstadt wurde auch von naheliegenden Teichen aus durch Motorpumpen und Schlauchleitungen herbeigebracht. Die Sanis brachten erste Verletzte zu einer Sammelstelle, wo sie fachkundig von Schwestern und Ärzten versorgt wurden. Wenn der Pferde streitet, dann müssen wir ihn selber machen. Thank you.
Wenn Ludwig Müller mal nichts zu filmen hatte, nutzte er seine Kontakte zur benachbarten Martin-Luther-Schule. Ein Märchen solle verfilmt werden. Hänsel und Gretel. Erich Malenbach spielt den Hänsel. Hannelore Zimmermann gab die Gretel ab und Grete Wilmig war als Hexe unterwegs. Die Geschichte dürfte allen bekannt sein und muss nicht näher erläutert werden. Die Bilder sprechen für sich. Die Martin-Luther-Schule, eine ganz normale Schule im Plettenberg der 30er Jahre. Der Schuldiener Ermes waltet seines Amtes. Allmorgendlich öffnet er die Schule. Um kurz vor 8 läutet er die Glocke zum Unterrichtsbeginn. Ordentlich und gesittet geht es in die Klassenräume. Lehrer Bröker begrüßt seine Schüler zum Unterricht. Wir alle wissen, dieser Gruß galt nicht dem Lehrer. Lehrer Gisselmann kontrolliert im Unterricht seine Schüler. Lehrer Geisweit belohnte den Schüler mit der schönsten Schrift immer mit einem Pfennig. Jeder wollte einen haben. Werkunterricht für die Jungen der Martin-Luther-Schule. Dort wurden technische Fähigkeiten, Material- und Werkzeugtechnik vermittelt. Die höchste Kunst war der Flugzeugmodellbau. Genaues und sauberes Werken war Voraussetzung, um die Faszination der Luftfahrt mitzuerleben.
Mit den selbstgefertigten Modellfliegern gingen Lehrer und Schüler zum Steilhang hinterm Kampfwerk, um deren Flugtauglichkeit zu testen. Zum Sport, besser gesagt zur Leibesertüchtigung, ging man damals raus auf den Schulhof. Auch von den jungen Damen wurde eins verlangt: fit fürs Vaterland. Was machen die da eigentlich? Könnten seine Gedanken gewesen sein. Der ideale deutsche Junge war damals rank und schlank, zäh wie Leder, flink wie ein Windhund und hart wie Kruppstahl. Auch in den 30er Jahren waren die Pausen das Schönste an der Schulzeit, aber alles unter der strengen Aufsicht der Lehrer. Nach dem Bau des Freibades wurde Schwimmen neu als Unterrichtsfach aufgenommen. Im Gleichschritt auf dem Weg zum Freibad. Diszipliniertes Auftreten, Ruhe, Ordnung, Gehorsam. Der Drill für diese Jugend. Lehrer Schmidt mit einer Klasse in Sachen Verkehrserziehung unterwegs. Thank you.
Die Erziehung zum Sparen spielte auch damals in der Martin-Luther-Schule eine große Rolle. In jedem Klassenraum hing so ein Sparkasten, damit jeder Schüler selbstständig Ersparnisse anlegen konnte. Die meisten Schüler sparten einen Reichsgroschen pro Woche. Ein Mitarbeiter der ortsansässigen Bank besuchte die Schule. Mit diesem skurrilen Kurbelapparat schrieb er Guthaben auf die Sparbücher. Die Frau vom Schuldiener Hermes kümmerte sich täglich um das Schulfrühstück. Jeden Morgen wurde von ihr frische Milch abgeholt, für jede Klasse eine Tüte mit Brötchen und Trinkrahmen abgepackt, um anschließend alles an die Klassen zu verteilen. Lehrer Edelmann verteilte das Frühstück an seine Schüler. Für jedes Mädel, für jeden Buben ein Brötchen, ein Trinkhalm und eine Milch. Jetzt aber raus in die Pause. Morgens um 9:30 in Plettenberg. Zu einer Zeit, als in Schulen noch Zucht und Ordnung herrschte, war dies selbstverständlich. Nach dem Milchfrühstück wurden gründlich die Zähne geputzt. Saubere Zähne strahlen um die Wette. Frau Dr. Röll als Schulärztin untersucht in regelmäßigen Abständen die Schüler. Alle fit fürs Vaterland? Hier ist Lehrer Weber mit seiner Klasse auf dem Weg in den Schulgarten. Produkte aus diesem Garten versorgte je nach Jahreszeit die Schulküche. Die Mädchen hegten und pflegten ihren Teil des Gartens. Die Feschenburschen bei der Kartoffelernte. Die Fitzebohnen mussten gepflückt werden. Im Schulgarten wuchsen Kürbisse, die man kaum tragen konnte.
Wieder einmal brachten die Schüler eine gute Ernte ein. Stolz folgte ihnen Stiesel Weber. Die Mädchen konnten die Früchte des Gartens unter fachkundiger Anleitung zubereiten und anschließend selbst verköstigen. Hauswirtschaft und Nadelarbeit für die zukünftigen Hausfrauen. Wie oft schon hatte Schuldiener Hermanns die Schüler ermahnt, zwischen den Schulen kein Fußball zu spielen. Hermanns wusste, warum. Ja und dann? Nix wie weg. Wenn wir jetzt diesen Kommentar hören könnten. Hier geht Lehrer Weber mit seiner Klasse auf große Fahrt. Burg Bilstein sollte besichtigt werden. In den ersten 4 Schuljahren wurde in Heimatkunde unterrichtet. Hierzu macht man Ausflüge in die nähere Umgebung. Hier ist Lehrer Metz mit einer Klasse unterwegs, um ihnen Ortsgeschichte und Naturkunde zu vermitteln. Lernen macht hungrig. Die Martin-Luther-Schule vor den großen Ferien. Mit einer kleinen Ansprache entlässt Rektor Whisky Bröker die Schüler in den verdienten Urlaub. Langsam aber sicher naht das Ende dieser einmaligen Filmdokumentation. Es gibt aber noch so viele Plettenberger Momentaufnahmen, die ich in einem zweiten Film, Plettenberg im Wandel der Zeit, präsentieren möchte. Mit einer kleinen Vorschau möchte ich Sie für den nächsten Film neugierig machen. Zum Beispiel mit dem Silberbrand von 1959 oder vom Krankenhausumzug aus der Seißenschmidtstraße hoch zur Bracht. Oder vom Elsehochwasser 1960 garantiert wunderschöne Aufnahmen aus unserer Stadt. An welchem Giebel hing dieser Stuck? War es vielleicht in der Schlossergasse?
So war sie damals, die Tankstelle Fröhlich. Die allerletzte Fahrt unserer Kleinbahn, 1962. Mit Sicherheit einige Bilder vom PSG-Schützenfest 1965. Unterwegs mit einem sehr mutigen Kameramann. Freuen Sie sich heute schon auf eine zweite, hochkarätige Filmdokumentation über unser Plettenberg.